So, und dann werden wir jetzt einfach mal die Buffs alle rausholen. Den Mana-Schutzwall. Was haben wir hier? Mana-Regeneration. Auch auf jeden Fall. Ja, was die Konzentration ist. Keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Chance auf einen kritischen Magietreffer. Oh, okay, cool. Das auf jeden Fall. Was haben wir hier noch Schönes? 50% Blitzmagie. Also auf jeden Fall 16% Abklingzeit. Ist klar. Was haben wir hier noch? Höheren Magieschaden, okay. Was hätten wir hier noch? Magietrefferchance erhöhen. Und was ist das hier noch? Mana-Punkte-Erhöhung. Okay, und mit dem hier noch? Teleportier. Und Abklingzeit zurücksetzen. Das könnte man dann auch mal benutzen. Und zwar wäre das jetzt der hier. Ah, okay, cool. Guti. Dann werde ich jetzt mal die Quest-EP schlucken. Und mal sehen, ob es schon reicht. Es wäre schön. Es wäre schön. Das Leben ist schön. Aber ich vermute mal. Doch, cool. Jetzt kann ich das Siegel abgeben. Und dann dürfte es reichen. Jawohl, yeah. Jawohl, ja. Oh Gott. Ich kann. Es klingt bei mir nicht so gut. Es sagt halt Lan. La Noire Sakura. Gucke ich auch manchmal. Gefällt mir teilweise ihre Let's Plays. Also wie sie das macht. Hey, geh mir nicht auf Die die Nerven. Sagt das halt öfters mal. Jawohl, ja. Wenn sie irgendwas geschafft hat. So, jetzt haben wir Skillpunkte dazu bekommen. So, Eis. Oh. Was wird hier weiter geskillt? Wir werden hier einmal die Kraft des Pautrons, den Magieschaden. Dann haben wir hier noch Magietrefferchance. Warum habe ich das früher nie benutzt? Weil ich wahrscheinlich dumm bin. Oh, wir haben immer noch keine Hauptquests. Das ist ja Hey, geh dämlich. mir nicht auf die Nerven! Das ist ja richtig dämlich. Bah. Manu. Manu. Finde ich überhaupt nicht so toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bäh. Bäh. Oder haben wir hier jetzt zufällig noch jemanden? Nee. Dann gucken wir mal ins Hafendorf, aber ich glaube, da haben wir auch niemanden mit Quests. Nee. Ach, schade. Schade. Ma. Das finde ich doof. Ah, Mist. Die hat So, einen Quest. also hast du es doch noch bis hierher geschafft. So, die habe ich natürlich schon längst beschafft. Magischer Staub. Okay, gut. Die hatte. So. Hier gibt's. Das sind die. Und das ist der strategische Kommandant Sunny. Wiederholbare Quest. Mission Maps.
Obwohl, die könnte man auch mal probieren. Weil wir haben ja das Dokument, wir müssen ja nur sprechen. So, und jetzt den Hauptmann erledigen. Naja, ist nicht so toll. Dann den werden wir, werden wir nicht. Wir werden uns um den magischen Staub kümmern. Was auch immer wir da machen müssen, da gucke ich mal eigentlich. Magischer Staub, bringe den magischen Staub, der sich im Tal der Elfen in Mosalien befindet. Ach, da war ich doch schon längst im Tal der Elfen. Na gut, guck mal einfach mal, wo der magische Staub ist. Was haben wir hier eigentlich? Was ist das hier? Magischer Staub. Okay. Dann werden wir den mal hier hinbringen. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nee, sehe ich nicht. So, dieses Band, was wir da gesehen hatten, das muss ich jetzt holen, wo mich da jemand gefragt hätte, wozu das Band da ist. Und da dachte ich schon, ah, das kann doch bestimmt... Ach nee, nicht hier in dem Wald. Okay, ich hätte gedacht, das ist hier in dem Wald, dieses Band da. Na gut, dann Morandes Band und dann können wir uns ein bisschen was aussuchen als Belohnung. Okay. Vielleicht gibt es ja dann auch noch ein paar Standard-Quests zu erledigen. Fände ich nicht ganz verkehrt. Also ich sag mal, bevor ich aber kämpfe, also wenn ich hier nur so reite, werde ich meine Buffs erstmal noch nicht benutzen. Erst wenn ich dann im Prinzip am Kämpfen bin, ist ja irgendwo, denke ich mal, verständlich, logisch, klar. Sollte man mal wieder einen Sattel besorgen. Für einen habe ich schon... Was, ich bin nur noch bei 2 Gold. Ich hatte doch 8 und habe doch nur 4 ausgegeben. Nee, ich hatte 6. Ah, ja. Doch, natürlich ist... Hä? War das nicht irgendwo anders? War das hier? Ich dachte, das wäre hier gewesen. Naja. Okay. Und mal gucken, wie viel ich bekomme. 72. So. Der ist noch am Leben. Der ist noch am Leben. Dann werden wir halt hier ein bisschen von dem geben. Das hier, was auch immer ist, die Schleife holen, erforschen. Und jetzt geht's wieder zurück. Natürlich erstmal wieder die Scubus ausmerzen. Ich hätte vielleicht auch Buffs, aber mit so ein paar Kämpfen brauche ich keine Buffs. Aber ich könnte mal gucken, wenn ich dann wieder Vergessenheitstränke habe, dass ich vielleicht ein paar Sachen, die ich geskillt habe, den zum Beispiel, dass ich den wegmache, obwohl es eigentlich nur einer der, ich denke mal, das kann man dann auch noch verschmerzen. Mal gucken. Auf jeden Fall muss ich jetzt wieder lange zurückreiten. Reite. Wie viel kriege ich dafür eigentlich? 5136 und ich habe 150%, also kriege ich noch mal 50 dazu, also wären das
2500, also 7600 etwa Erfahrungspunkte sein, die ich jetzt bekomme, wenn ich richtig gerechnet habe. Mal schauen! Ob das Ganze so passt und so stimmt. Habe ich eigentlich noch drin der Göttinnen? Ja. Ah, da fehlt noch ein bisschen von der Geschwindigkeit. Reagiert nicht ganz so schnell. Ich wollte halt gerade versuchen, irgendwie eine Art Rhythmus zu machen. Na, dann nehmen wir den hier. Und wo müssen wir jetzt hin? Oh Gott. Warte mal, wiederaufgebautes Elfendorf. Dann gehen wir doch durchs. Dann gehen wir doch durchs Portal. Ist doch sonst. Ist doch sonst viel zu dämm. Also ist doch sonst. Viel zu viel Zeitverschwendung. So, jetzt können wir. Ach, hier war ich auch schon lange nicht mehr im wiederaufgebauten Elfendorf. Aber wenn man sich überlegt, bin ich ja in Valorien. Also kann mich jederzeit ein Valor angreifen. Find ich nicht so prickelnd, würde ich meinen. Aber okay. Ich muss jetzt erstmal wieder ein kleines mit Kohlensäure versetztes Getränk zu mir nehmen. Also einen Schluck. Ich bin der Verantwortliche. Wofür bist du verantwortlich? Die Figur im Hintergrund. Oh. Ah, die Skubus. Dann jetzt erstmal wieder. Hä? Ich wollte jetzt eigentlich zum Portal. Genau, hier ist es doch. Das war jetzt gerade ein bisschen merkwürdig und es hat auch irgendwie geruckelt und die Framerate, die war auch gerade doch recht eingesunken. Und hier haben wir einen. Ach, hier, Anwendung der Seelenkraft. Lass mich in Ruhe! Abschluss, jawohl! Eine markotische Goldmünze. Hab ich sie! Vielen Dank dafür! Achso, ich kann ja, glaube ich, die Buffs nicht anwenden, wenn ich reite, ne? Ich vergesse die bestimmt dann dauernd. Ich werde die garantiert vergessen. Zu erneuern. Und vor allem, wenn ich dann da bin, dann sind sie garantiert alle wieder aufgebraucht. Wette ich. Aber gut. Oder ich muss die hier wirklich gut im Auge behalten. Dass die sich halt hier wieder mal. Dass ich halt daran immer daran dann denke. Hier mit den. Eigentlich könnte